So, guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es wieder weiter von Pappenheim nach Solnhofen. Und als erstes gehe ich auf die Burg Pappenheim und schaue mir diese mal oben an. Also, wenn du Lust hast, sei wieder dabei. Los geht's. So, ich bin jetzt auf der Burg Pappenstein. Eintritt kostet 5 Euro für Erwachsene. Öffnungszeiten am besten im Internet nachgucken. Momentan ist das ein bisschen interessant. Oh, mit WC. Ja. Schön. Das Licht ausreichend ist. Nun ja. Schandbock. Hände und Füße. Nee. Verhörstuhl mit Spitzen. Boah. Nett. Sind wir froh, dass wir in dieser Zeit leben. Waren damals schon raue Sitten, hä? Also können wir froh sein, wer heute nicht ins Bild passt, meint, der kann wenigstens seine Meinung sagen. Aber so wird, glaube ich, niemand mehr behandelt. Also nicht bei uns, denke ich mal. Gehen wir weiter. Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim, unter anderem Feldmarschall. Susan. GPS-Signal verloren. Ich weiß. So sah er in ganzer Größe aus. Auch meine Büste, hier sind auch viele Abbildungen ausgestellt. Und er war wohl einer der größten Söhne Pappenheims. Und ich nehme an, dem gehörte hier die Burg. Der Gottfried Heinrich zu Pappenheim hat eine sehr, sehr kriegerische Geschichte. Letztlich ist er auf dem Schlachtfeld gestorben bei... Wo war das? Lalala. Naumburg. Genau. Da wurde er durch eine Musketenkugel verwundet und starb dann in einer Kutsche. Aber immer noch seinem Herrn getreu dienend hat er diesen Frontalangriff damals gegen die Schweden und so weiter durchgeführt und letzten Endes dafür gestorben. Hier ist nochmal so ein bisschen Schlacht nachgebildet. Die Schlacht bei Lützen, genau. Also... Wen das wirklich interessiert, hier ist die Geschichte sehr schön bebildert und ausreichend beschrieben. Tolle Sache, muss ich sagen. Wow, wow, wow. Wirklich sehr, sehr anschaulich gemacht. Das ist alles in dem Eindruck drin. Hier drin ist es selbst im Sommer kühl. So, hilft nichts. Oh, 11:30 gleich. Ich muss weiter. Definitiv eine sehr, sehr imposante, interessante Geschichte. Sehr schön. Herrlich. Zwingergarten. Ach, da geht's außen rum. Ja. Schön, oder? Wow. Also der Besuch hier, meiner Meinung nach, lohnt sich tatsächlich.
Ja, weil auf so einer Burg Trinkwasser vielleicht ein Problem sein könnte, hatte man auf den normalen Burgen, also wenn man clever war, einen Brunnen. Und das hier ist diese sogenannte Brunnenstube. Also ich denke mal, hier wurde. Oh ja, das geht sehr weit runter. Schwer zu erkennen, wo das Schluss ist. Also damals schon mächtig gearbeitet, aber ohne Wasser geht halt nichts. Schauen wir noch mal eine Ecke weiter. Ich glaube, die paar Öre sind gut investiert. An dieser Burg wird was gemacht. Es ist doch beeindruckend, weil bei uns in der Gegend Oberpfalz sind doch mehr Burgruinen, nicht mehr so viel erhalten. Und ich glaube, so große Burg war ich lange nicht gewesen. Ich glaube, letzte war Festung Königstein. Weil das Teil hier ist doch schon monumental, um das mal so zu sagen. Herrlich gemacht. Sehr schön erhalten. Also, man kann es machen. Steht zwar draußen dran wegen Corona gesperrt, allerdings ist die Tür offen. Das da. Können wir wieder ausmachen. Doch. So, weil es so schön war, hier gibt es sogar ein Standesamt auf der Burg. Da unten läuft ein Fernseher für die Kinder. Ein bisschen laut, aber naja. Wow. Leute, hier könnte man heiraten, oder? Cool. Geht's rechts. Richtung Sollenhofen. Okay, 6 Kilometer. Sehr schön. Zu diesen Trockenrasen. Über einen solchen gehe ich jetzt gerade, die hier für die nächsten Kilometer sehr typisch sind. Ich würde mal sagen, fast bis Eichstätt. Damit die nicht mit so einem Gestrüpp zuwuchern, werden die mit Schafen freigehalten. Sprich, hier gehen so zweimal im Jahr die Schäfer mit ihren Schafen drüber, um diese Kulturlandschaft zu erhalten. Das ist, glaube ich, bis Eichstätt und vielleicht sogar noch drüber raus. Selbst bei uns im Tal der Schwarzen Laber kennt man diese Magerrasen. Hier heißen sie Trockenrasen. Ist ähnlich, denke ich mal, strukturiert, weil die Stein, der Kalkstein ist ähnlich. Es ist sehr schön zum Gehen. Und
ich bleibe dabei, wenn man weg ist von den Ortschaften, ist man ziemlich alleine. Radl fahren und Boot fahren, das trifft man einen Haufen Leute beim Wandern. Genau zwei, als ich vorhin meine Melone gegessen habe, kam an der Bank vorbei. Nette Leute. Ansonsten ist es hier sehr ruhig. So, es ist jetzt kurz nach 14 Uhr. Da ist der Bahnhof von Solnhofen. Also meine Zeit, mein Plan ist aufgegangen. Und jetzt gehe ich noch zur Teufelskanzel. Das müsste noch so ungefähr, ja, was weiß ich, 2, maximal 3 Kilometer sein. Also schauen wir mal. Es hätte sogar gepasst. Da würde mein Zug kommen, mit dem ich zurück nach Pappenheim fahre. Aber ich glaube, da nehme ich den in 2 Stunden. Oder in 3 Stunden, jetzt ist es kurz nach 5. Passt denn auch wieder. Habe ich genügend Zeit. Ja. Schauen wir mal. Das ist hier übrigens dieser Radweg. Der Altmühltal-Radweg. Ziel für heute erreicht. Blick von der Teufelskanzel. War gar nicht so schlimm, 20 nach 2. Gute 10 Kilometer noch mal runter. Noch mal 1 Kilometer, sagen wir 11, dann fahre ich mit dem Zug zurück und suche mir hier irgendwo einen Schlafplatz. Einen ruhigen, wenn es geht. Gucken wir mal, also der in der Pizzeria war nicht ruhig. Der offizielle Wanderparkplatz war nicht ruhig. Schauen wir mal, ich finde schon was. Lassen wir uns überraschen. So, also 11,5 Kilometer werden es dann ungefähr sein, wenn ich am Zug bin. Halbe Stunde habe ich noch. Alles in allem eine sehr schöne Tour. Muss ich sagen, ich bin begeistert. Hat mir sehr gut gefallen heute. Diese 10 Kilometer, lass es dann 11,5 sein, sind in Ordnung. Gestern hat es ein bisschen eher ausgesetzt. Es waren, glaube ich, auch so 10, 11,5. Morgen wären es 15 oder 16 oder 17, was weiß ich. Und dann geht das schon. Morgen soll es allerdings regnen. Und wenn du wissen willst, wie es ausgeht, würde ich sagen, bleib dran. Freue mich, dass du wieder dabei gewesen bist. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir genauso. Ich kann diese Gegend nur empfehlen. Es ist wirklich herrlich. Ich glaube, zu jeder Jahreszeit, selbst im Winter kann man das gehen. Ist perfekt. Und das könnte da unten diese Grillhütte sein. Ah, die gucken wir uns noch schnell an. Uno momento. Gehen wir wieder runter. Wo ich hier hindröten kann. Ah ja, das schaut schon mal gut aus. Guck mal da, da. Komm mit. So. Jetzt schauen wir uns einmal die Hütte an.